Die Frage ist jetzt auch, wie lange braucht es, um zu wirken? Oh, ne, er ist natürlich immer noch da. Wunderbar. Oh, schön. Die Medizin. Sie wirkt. Ja, das gefällt ihm nicht. Schwein gehabt. Luis hat den Stein. Ich muss zu ihm. Okay, jetzt müssen wir wieder Luis finden. Es ist doch. Es ist doch albern. Ach. So, okay. Jetzt mal gucken. Kisten. Keine Kisten. Und da sind dann Fässer. Anscheinend ist er da lang. Was haben wir hier? Kommen wir hier rein? Nein. Haben wir hier irgendwie ein Symbol? Nichts. Okay. Gut, hier haben wir das Mondsymbol. Dann zack, schnell eingestellt. Tür ist offen. Durch geht's wieder. Oh Mann, oh nee. Also hier habe ich mich tatsächlich richtig glatt angestellt in diesem Level. Ich weiß, die Fußsprünge gehen jetzt da runter irgendwie. Ich würde aber ganz gerne... Zack, mein Freund. Oh, du bist aber schön bemalt. Ah, ich würde sehr gerne erstmal... Brennt, ihr Schweine! So, okay. Oh, sogar noch Rubin. Schau mal, guck. Und eine Truhe mit einer eleganten Krone. Oh, hier kann man aber eine Menge einsetzen. El Momento. Oh, oh, okay, 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 okay. Da gehen eine Menge Sachen rein. Okay, dann kommst du da rein. Dich packen wir hier rein. Ich bin mir natürlich leider nicht über die Wertigkeit der jeweiligen Sachen im Klaren. So, lass mich mal kurz gucken. Okay, wir haben noch zwei davon. Dann setzen wir einen davon ein und einen hiervon. Dann haben wir noch einen runden, den wir quasi... Ach nee, da haben wir ja schon. Die haben wir schon in die Lampe eingesetzt. Oh, 78.000. Das ist natürlich... Das lohnt sich. Schön. Freude. Okay, also ich... Ja, wir könnten jetzt hier natürlich das Ding umstellen. Die Frage ist, ich weiß jetzt gar nicht, wofür die jetzt da sind. Wie gesagt, ich hatte mich im Hauptgame auch schon echt glatt angestellt hier. In dieser Passage. War jetzt nicht mein absoluter Favorite hier. So, okay. Ihr seht das. So, hier geht... Oh, was liegt hier? Chroniken der Arbeit. Lose Seiten. Dezember, 8 Jahre nach meinem Erwachen. Die Fortschritte bei meinen Bestrebungen, Menschen mit Insekten zu vereinen, sind ins Stocken geraten. Ich vermochte es bisher nicht, eine stabile Kreuzung zu erzielen und meine Geduld neigt sich dem Ende. Die Haushälterin hat viel erlitten und ich muss gestehen, dass mir bei ihrem qualvollen Geschrei jedes Mal Schauer über den Rücken läuft. Werde ich jemals Perfektion erreichen? Tja, ich habe die Wahl. Ich kann an meiner bisherigen Methode festhalten, nichts verändern und stattdessen meine Suche nach geeigneten Insektengewebe ausweiten. Oder ich kann einen dritten, völlig anderen Organismus mit in die Gleichung aufnehmen, wenn auch dies verwerflich und unmoralisch wäre.
Letzteres würde im schlimmsten Falle in einem Misserfolg enden. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mit meiner derzeitigen Herangehensweise auf ewig im Stillstand verharren werde. Die Haushälterin wird daran zerbrechen, wenn es so weitergeht wie bisher. Ich muss eine Entscheidung treffen. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Ja, okay, super. Toller Typ, toller Arbeitgeber. Möchte man anscheinend keine Haushälterin da sein. Oder Dienstangestellter oder Service-Mitarbeiter, wer weiß. So, hier vorne haben wir noch... okay, alles klar, wir sind jetzt hier drin. Wunderbar, schön. Hier ist noch... 3x3 Shotgun-Shells. Das ist doch... Es ist... Also, ey, Leute. So, warten wir jetzt... Ah, jetzt können wir es von innen öffnen. Aber was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt hier umschalten. Können jetzt wieder runtergehen. Und jetzt ist hier zu. Okay, toll. Super. Ganz schau. So, das bringt uns also gar nichts. Lass mich kurz überlegen. Wenn wir von der anderen Seite kommen, ich hier auch nicht hoch. Heißt also, ich muss hier hin. Ich würde mal hier hinten umschalten. So, wenn ich das jetzt aber mache, ist die Tür zu. Das ist doch... Das funktioniert auch nicht. Es sei denn, ich komme hier irgendwo lang. Aber hier ist eine Sackgasse. Und hier ist eine Sackgasse. So, und jetzt ist die Tür zu. Warte mal. Oh, Moment. Nee, nee. Doch keine Sackgasse hier hinten. Hier ist doch noch eine Tür. Die habe ich echt übersehen. Da ist aber auch... Die ist auch versteckt. Ab nach unten. Ab nach unten. So, okay. Also auf jeden Fall ist er hier lang gelaufen. Und hat einen roten Pfeil mit seinem eigenen Blut hingemalt. Was ist das? Das ist ein Brief. Notiz von Louis. Ada, ich hoffe, du liest das und niemand anders. Ich gehe in die Minen, um Leon zu suchen. Ramon... Hat an einer seiner Lautsprecher durchsagen, was davon Gefahr sieht, dass ihn da unten der Tod erwartet. Was auch immer das bedeuten soll. Du kommst über die Wasserstraße hin. Der ganze Bereich ist ziemlich gefährlich und verwinkelt, aber ich werde ein paar Markierungen für dich hinterlassen. Er kennt sich hier tatsächlich bestens aus. Ja, alles klar. Danke, Louis. Ach Mann, warum macht man denn so was, Alter? Warum? Guckt euch das an. Ja, ne, käme ich einfach hin. Ich hab Bock zu. Ist das was mit Verrätern passiert? This way. Das ist der Weg. Bisschen gefährlich aus. Ich geh mal kurz nach oben. Und kann. Oh, doch, hier. Sein Kristall. Schön. Hat doch noch. Sich doch noch gelohnt. Wunderbar. Kurzer Blick auf die Karte. Hier ist kein Schatz mehr. Wir gehen mal weiter. So, hat er jetzt wirklich irgendwo eine Sprühdose gefunden? Oder? Also. Das findet man hier wahrscheinlich. Gut, die Wahrscheinlichkeit, hier einen Akkuschrauber zu finden, ist auch sehr gering. Aber wir haben auch schon einen gefunden. Oh, nee, Alter. Oh, nee. Warte mal, hier kann ich gleich mal kurz gucken. Wo habe ich denn? Auf der 8 liegt die Shotgun. Ich glaube tatsächlich, ja. Hoffentlich springt mich nicht gleich was an. Hier sind auf jeden Fall diese hässlichen Mistviecher. Insekten, die sich unsichtbar machen können. Zu allen Elend noch. Aber na, sag mal hier. Wie heißen sie denn? Zwecklos. Diese Novizen. Ach, ärgere mich doch am Arsch. Uppercut in your face, my friend. Steht hier noch jemand auf? Nee. Ah, schön. Hier haben wir nochmal einmal gelbe Kraut. Kann ich meinen Fehler von vorhin bereinigen. Und packe das sofort
auf ein, na, ja, machen wir so. Shabi Shabusha. Hier unten. Hä? Okay, ich muss drehen. So, einmal darauf. Dankeschön. Wenn ich jetzt noch ein rotes Kraut finde, wäre das super. Oh, da drüben ist ein Händler. Guck mal kurz, ob man hier noch hinkommt. Nee, hier ist zu. 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 Und bin gerade an einem Schatz vorbei. Da oben. Mal schauen, ist da irgendwas drunter? Nee. Ach, Laden. Ein Rubin. Haben wir noch was übersehen? Ja. Aber da kommen wir nicht durch, tatsächlich. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal zurückkommen. So. Ja, Splash Splash. Sehr schön. Da gehe ich nicht rein. Pistolenmunition, 5 Stück. Ist auch wirklich. Die sind auch wirklich sowas von knitterig, Alter. Okay, also sie will hier nicht rein. Heißt, wir müssen tatsächlich hier außen rum und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Alter. Okay, das zwei Schuss, das ist adäquat irgendwie. Das ist ganz gut. So, da vorne hängt noch ein Auftrag. Mal schauen, ob wir jetzt erstmal ohne Kampf zum Händler kommen. Herr der Wasserstraße. Schon den riesigen Schatten im Wasser gesehen? Was? Anscheinend wird Gregorius Wasserstraße von einem glitschigen Zeitgenossen bewohnt. Oder besser, beherrscht. Was dagegen, ihn für mich zu suchen und zu fangen? Auftrag, den Herrn der Wasserstraße verkaufen und 8 Spinell gibt's dafür. Wahrscheinlich wird's ein Fisch sein. Ein relativ großer Fisch. Also jetzt keiner, der für uns gefährlich ist, sondern einfach ein Fisch. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Okay. Gut, na denn. Show me. Was haben wir denn da? Chroniken der Familie Salazar. Wasserstraße. Viele Jahre war die Wasserstraße unter der Burg in Vergessenheit geraten. Unseren Aufzeichnungen zufolge wurde sie zu Zeiten der dritten Generation, also im Auftrag von Graf Gregorio, dem Architekten, erbaut. Seine Beweggründe für die Errichtung des Kanals sind unklar, aber möglicherweise bezweckt er damit, die Insekten fernzuhalten, die sein Vorgänger Graf Hippolito so geplagt hatten. Wasser ist für die Familie Salazar immer ein Symbol der Reinheit. Gregorius Wasserstraße wohnen während der Aufhebung eines unterirdischen Tunnels auf Befehl von Grafen Ramon, 8. Generation, wiederentdeckt. Die aufwendig wunderschöne Architektur sieht exemplarisch für Gregorius brillante Arbeit, doch das ist nicht alles. Er leitete den Fluss in den Untergrund um und errichtete das Wasserwerk sowie das Abwassersystem. Während Dürrezeiten kann der Komplex sogar als Anlage zur Wasserspeicherung genutzt werden. Der Bau kann nur als ein architektonisches Meisterwerk der damaligen Zeit betrachtet werden. Aber seine Schönheit ist eine Vergeudung für den Einfallspinsel, der im Moment auf dem Thron sitzt. Er sieht an diesem Ort einzig den Nutzen darin, diejenigen zu ertränken, die sich gegen ihn auflehnen. Frechheit. Gregorio muss sich im Grabe umdrehen. Ja, schön. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt 8 Seiten über dieses Aquädukt hier unten sein muss, aber okay, komm, du. Willkommen. Hab cool. Auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Sehr schön. Okay, ich würde mal kurz verkaufen und zwar jetzt kommt der Cashout hier. So. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, ich weiß. So, das hat jetzt auf jeden Fall ganz schön gekesselt. Ja, und ihr... Ja, I quit. Oh, das Stingray ist jetzt auch da. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Tja, das sollte man denken, ne? Talisman, Illuminatorswappen, was ist denn das? Ein Talisman für den Aktenkoffer, ja. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für kritischen Nahkampfangriff um 20%. Oh, niedlicher Bär. Schießpulververbrauch minus 1, Blendgranate, Sprenggranate, bla 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 bla. Ich glaube, ich würde mir jetzt tatsächlich die Red 9 kaufen. Dazu würde ich erstmal meine Pistole verkaufen, die Black Tail. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Okay, wir verkaufen die Black Tail. Zack. Dafür lasse ich einiges springen.
So, und der Koffer ist voll. Das ist aber erstmal kein Problem. So, jetzt haben wir sie drinnen. Wir müssten sie natürlich A pimpen. Und wir bräuchten auch die Schulterstütze, weil die ist tatsächlich recht wichtig für die Red Nine. Okay, warte mal, wir können... Okay, ob wir kaufen, haben wir jetzt gemacht. Dankeschön. Wir gehen mal in den Tuning-Bereich. So, die Red Nine. Eine gut eingestellte 15.000. Waffe kompensiert mangelndes Können. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Kohle geht auf jeden Fall gut raus. Auf die Details kommt's an. So, 65.000, das ist natürlich dann recht. So, ist heftig, heftig, heftig. So, Angriffskraft auf das 1,5-fache. Das ist natürlich... Auch ein Messer braucht damit würde ich liebäugeln. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist so. Das kein Wunder. Wir tauschen... Oh, was ist denn das? Der Spezialtalisman ermöglicht es ihm mit Hilfe der Seilpistole bestimmte Gegner ihren Schild zu entreißen. Auch sehr cool. Auch wirklich sehr cool. Aber... Für 5 Stück. Nee, wir brauchen jetzt erstmal kurz den Spezial-Upgrade. Und? Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Sag Bescheid, wenn du fürs Tuning bereit bist. So. Hast du dich also entschieden. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Ballermann hier. Jetzt haben wir einen richtig ordentlichen Ballermann. Wir haben natürlich noch nicht die Schulterstütze. Die braucht noch 4 Dinger und 12.000. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal diesen komischen Fisch. Und ich hab nur die dann kriegen wir wieder ein paar Spinels. So, okay. Damit haben wir sie. Sehr gut. Also die Red Nine ist halt wirklich... Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Oh, echt das... So, das Fiese ist natürlich, dass diese Insekten unsichtbar sind. Ja, ist das Problem. Wir brauchen halt die Schulterstütze. Erst dadurch wird die Waffe halt wirklich halt auch echt ruhig in der Führung und alles und entfaltet damit natürlich auch so ein bisschen so ihr volles Potenzial. So, bitte kein... Oh Mann, diese kleinen Scheißschlösser, ey. Das ist keine gute Entwicklung in den Resident Evil Spielen, für sowas jetzt noch kleine Schlüssel zu brauchen. Okay, vielleicht finden wir jetzt hier den Fisch. Damit sollte das Wasser hoffentlich kein Problem mehr sein. Hier sind so schon Zielfernrohr. Oh nein. Oh no, 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 no. So, okay, warte mal, dann machen wir jetzt erstmal ganz kurz. Pistolenmunition, auch wichtig. Haben wir noch? Ne, wir haben glaube ich nicht mehr genug. Doch, haben wir noch. Wenn wir jetzt das biosensorische Zielfernrohr finden, heißt das, dass wahrscheinlich die Iron Mains nicht weit weg sind. Was mir wirklich noch mehr Kopfzerbrechen bereitet. Oh, wir sind qua... Ah, schön, schön, schön. Spiegel mit Perlen. So, und ich glaube, hier unten ist auch irgendwo dieser... Dieser hässliche Fisch. So, dann komme ich jetzt hier. Ah, nicht doch, Alter. Nicht doch. So, okay. Na gut. Komm mal her, mein Großer. Oh. Na gut, bin ich nicht. Oh, warte mal. Tatsächlich, ich hatte gerade noch so ein bisschen die Hoffnung, das Insekt hier über die Brüstung zu bekommen, dass wir den Loot bekommen. Aber, naja, egal.
So, warte mal, hier ist die Tür immer noch zu. Wir müssen also unten lang. Warte mal, dazu müssen wir nochmal zum Händler zurück. Da war der Weg runter. Und dann ist auch die Frage, wie groß ist dieser hässliche Fisch? Also wie viel Platz nimmt der im Inventar weg? Und das wird wahrscheinlich auch nicht wenig sein. Eine Viper. So, eine Viper können wir essen. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Leben. Ist ganz gut. Okay, weiter geht's. Mistviecher. So, Schießpulver zweimal, sehr gut. Oh, hier ist auch nochmal Rohstoff. Kiste, wunderbar. Pistolenmunition und Pesetas, immer gern gesehen. Wunderbar, wunderbar. Oh, was ist das denn? So, den lasse ich hier mal rumlaufen, den hole ich mir von hinten. Hm, toll, natürlich. Ach, der hat einen Helm auf. Na ja gut, dann hätte natürlich jetzt mein Stealth-Angriff von hinten auch nichts bewirkt. Ah! Oh, das war knapp, Alter. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, eigentlich wollte ich das haben. Gib mir das. Gelber Diamant. Wunderbar. So, da gehe ich. Glaube nicht, dass ich da lang gehen sollte. Frage ist, wo ist denn jetzt dieser hässliche, dicke, fette Fisch? Warte mal, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verirre in dieser Richtung, irgendwie hole ich mir erstmal den einen Schatz hinten. Hä? Hab ich mich vertan? Ach, da kommt... Hä? Komm ich da gar nicht so hin? Das ist ja. Okay. Verstehe. Na gut. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. In den dunklen, gruseligen Gang. Scheiße. Ist schon wirklich sehr atmosphärisch. Ist großartig gemacht. So, paar Pesetas. Sehr gut, 700 Stück. Da war wahrscheinlich der hässliche dicke Fisch. Der Wasserstraße. Alter, euer Ernst? Boah, das ist ordentlich, ey. Boah. Okay, wird. Ja, na toll. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen uns reduzieren. Was. Acht Dinger brauchen wir. Also, wir hätten tatsächlich acht Slots frei. Okay, gut. Was für ein Brocken. Was für ein Brocken. Wie lange der wohl schon hier unten gelebt hat? Ja, das will keiner wissen. So, dann nochmal schnell zurück. Fisch abgeben. Warum? Na egal. Ich grübel jetzt gerade. Nee, warte mal, hier müssen wir hin. Hier ist die Leiter. Sehr schön. So. Willkommen.
Ich hab was Neues für dich. Wie wär's? Den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Und dann... Gut gemacht. Sieben Spinell dafür. Gute Arbeit. Hervorragend. Jetzt könnten wir sagen, wir holen uns das Ding. Für fünf Spinell. Oh, mein Rücken bringt mich um. Schild wegreißen ist eigentlich eine coole Sache. Er ist special, ich würde einfach sagen, komm, wir machen das. Wir machen das. Zack, Seilpistole, Schild entreißen. Können Sie das so? Finde ich gut. Finde ich super. So, und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier können wir den Koffer anpassen. Links anbringen. Zack, haben wir. Misch sie auf. Ja. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Wir haben auch... Ach nee, müssten wir kaufen. Was kann ich für dich tun? Und zwar die anderen Anhänger. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Na? Der niedliche Bär, das war alles so ein bisschen Pillepalle, so MP-Munition. Aber das ist nur die Herstellung dessen, ne? Okay, gut. Ich würde mal sagen, ich hole mir jetzt erstmal die Schulterstütze für die Red 9. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Das Stingray, Alter, das macht mir wirklich noch etwas für dich tun? Große Sorgen. Große Sorgen, Alter. Reise. So, und dich wappen wir an die Red 9 ran. Ich bin komplett voll. Ich bin komplett voll. Das Einzige, was man machen kann, ich gehe jetzt mal nochmal in die Schreibmaschine und lager ein. Aufbewahrung. Tja, die Shotgun. Die nimmt tatsächlich erstmal am meisten Platz weg. Und... Nein, nicht. Ach nein, die... Oh Gott, die Munition kann ich nicht einlagern, ne? Nee. Ich könnte jetzt tatsächlich das andere Fernglas reinpacken und dann quasi nur das biosensorische raufpacken. Na okay, warte mal, wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen Platz tatsächlich im Inventar. Das ist ja erstmal gar nicht verkehrt. Schauen wir mal, wie es jetzt sich erstmal weiterentwickelt. Wir gehen jetzt erstmal unten durch die Wasserstraße weiter und schauen, dass wir quasi an den Punkt ankommen, wo wir jetzt hin müssen. So. Schau mal, wir werden bestimmt hier nochmal irgendwie Besuch bekommen jetzt. Ich stehe auf die Red 9. Hier ist halt einfach der Hammer. So. Hocken. Okay, dann gehen wir hier mal durch. Almost there. Okay. Almost there. So, sehr gut. Danke für die Hilfe, Luis. Nee, ist doch die. Ist das hier nicht die Müllanlage oder irgendwas? Das ist doch nicht jetzt die Minen, oder? Oh, und das sieht. Guckt euch das Areal doch mal wieder an hier. Das sieht so richtig aus wie. Jetzt knallt's gleich. So, hier vorne ist noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, jetzt hundertprozentig knallt das hier gleich. Schön.